Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt geht es quasi um den Smart Home Deal des Wochenendes. Denn der Tint Müllerlicht Lightstrip mit Zigbee Standard für den Indoor- und den Outdoor-Bereich kostet standardmäßig 130 Euro. Ihr bekommt ihn dieses Wochenende für unter 100 Euro. Wenn ihr ihn haben wollt, nutzt das aus. Seid auf jeden Fall schnell, solange er verfügbar ist. Link für euch ist einmal unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Und wir schauen uns jetzt einmal zusammen an, was dieser Lightstrip alles leistet. 5 Meter Länge, Outdoor- und Indoor-fähig, heißt, das Teil ist wasserdicht, perfekt auch beispielsweise, um es in Terrassenplatten einzubauen, aber aufgrund der gesamten Beschaffenheit optimal geeignet, um ein wunderschön homogenes Licht einmal zu transportieren. Wir gucken uns an, wie er bei euch ankommt. Von Beginn an schon richtig hochwertig das Ganze. Tint Müllerlicht, ja, das Äquivalent im Prinzip, was Philips Hue Standard bietet, meiner Meinung nach. Auch was die Qualität angeht und vor allen Dingen, was eine nahtlose Einbindung dank Zigbee Standard in das Philips Hue System ohne Probleme auch immer möglich macht. Zigbee Standard heißt natürlich auf der anderen Seite, ihr könnt auch mit allen anderen x-beliebigen Zigbee Hubs das Ganze einspielen, beispielsweise auch mit den Amazon Echos, mit einem Osram Lightify etc. All das ist möglich und auch hier mit diesem Lightstrip ohne Probleme machbar. Wenn der Lightstrip dann eingebunden ist, dann geht das Ganze wirklich richtig, richtig schön. Gerade was die Farbwiedergabe angeht, sehen wir hier ein richtig durchgehendes Licht. Wir haben hier keine einzelnen Leuchtpunkte, sondern es ist gleichmäßig verteilt in diesem Lightstrip, was es einfach zu einem ganz besonderen Highlight macht. Ich persönlich habe ihn schon im Outdoor-Bereich eingebaut und muss wirklich sagen, hier spielt auf jeden Fall seine ganze Kraft, weil er absolut schön dick ist, sich perfekt auch als Fuge einsetzen lässt und dadurch einfach in verschiedenen Anwendungsbereichen mit seiner 5 Meter Länge einen super Effekt einmal liefert. Genauso gut geht es natürlich auch in dem Indoor-Bereich einzusetzen. Dazu hat er auch doppelseitiges Klebeband, das heißt, ihr könnt ihn ohne Probleme beispielsweise auch an Möbelstücken etc. einmal befestigen. Sehr, sehr guter Deal in diesem Preissegment, der absolute Spitzenreiter, 5 Meter Zigbee Lightstrip Indoor-Outdoor für unter 100 Euro. Was ich hier nochmal dazu sagen muss, ist tatsächlich, dass dieser Lightstrip beispielsweise bei Philips Hue 50, 60, 70 Euro je nach Angebot mehr kostet. Und da kann man hier definitiv zuschlagen, denn wenn man sowieso auf der Suche nach einem solchen ist, sollte man sich das Geld definitiv sparen. Von daher nutzt es aus, wenn ihr ihn haben wollt. Wie gesagt, Link zum Angebot ist für euch unter diesem Video in der Infobox. Habt ihr Fragen zu diesem Lightstrip, gerne einfach alles in die Kommentare, in den Discord oder gerne auch bei Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dann hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen natürlich dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.